Willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir zu Gast ist Martin Weiß vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Weiß, schönen guten Tag. Hallo. Es geht um SMA Solar, kann man erkennen. Und warum, sieht man auch gleich. Plus 20% heute. Es geht um eine Kooperation mit Siemens. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz erläutern, worum es da genau geht. Genau. Also der Kurssprung, wirklich heftig. Ich hätte gerne eingekringelt, aber das müssen wir uns halt wieder mal denken. Ach doch, aber ja, der Touch funktioniert, aber eben nicht an der Stelle. Was soll's, ich glaube, die Zuschauer können das gut sehen, plus 20%. Die Siemens-Kooperation ist natürlich ein Teil dieser Gleichung und ein Grund, weshalb die Aktie so angesprungen ist. Die Idee dahinter ist, gemeinsam mit Siemens wird SMA Solar weltweit den weltweiten Angriff starten auf Solarkraftwerke. Siemens sehr stark bisher im Kraftwerksbau, SMA natürlich mit dem extrem hohen Know-how im Bereich der Wechselrichter, hier weltmarktführend. Jetzt wird man seine Kräfte einfach bündeln und wird in den internationalen Markt einsteigen, was natürlich für SMA auf jeden Fall sehr bedeutend sein kann. Bereits 70% der Umsätze werden im Ausland erzielt, natürlich vor allen Dingen in den USA. Aber auch Asien ist ein sehr spannender Markt und hier möchte SMA natürlich weiter Fuß fassen und mit Siemens als Weltmarke und einem riesigen Vertriebsnetz und natürlich dem tollen Namen, der dahinter steckt, haben sie hier beste Chancen, wirklich jetzt einen Fuß in die Tür zu bekommen, gerade bei Großkraftwerken. Denn die sind ja auch nicht so einfach zu kopieren wie jetzt beispielsweise Solarmodule. Wir erinnern uns, Solarmodule, die Kopien bzw. der Markteintritt der chinesischen Firmen hat zu einem selbstmörderischen Preiskampf letztendlich geführt, dem viele deutsche Unternehmen eigentlich nichts entgegenzusetzen hatten und die sind deshalb den Bach runtergegangen, viele sind in die Pleite gestürzt. SMA hat es, wie gesagt, geschafft, noch gerade so die Kurve zu kriegen, ist aber auch im ersten Quartal noch operativ im Verlust gewesen. Die Idee ist natürlich trotzdem, dass zusammen mit dieser Partnerschaft, das ist ja ein Punkt, dass zusammen mit dieser Partnerschaft der Turnaround gestemmt werden kann und daraus letztendlich resultiert auch dieser knackige Kurssprung. Jetzt schauen wir uns mal das an, was das auf Jahressicht zu bedeuten hat, dieser Kurssprung, dann kann man es besser einschätzen. Da kommt der Jahreschart. Man hat jetzt kürzlich die 200-Tage-Linie nach oben übersprungen und das jetzt auch nachhaltig. Und Sie hatten es ja kürzlich sogar im Aktionär, die Aktie erst. Also vom Timing her ist das natürlich perfekt gewesen. Wenn es dann schon mal Grund gibt, sich auf die Schultern zu klopfen, das war wirklich perfektes Timing. In der aktuellen Ausgabe ist SMA Einkaufskandidat sogar in der Titelstory gewesen. Natürlich, dass das jetzt so schnell ging, das war nicht vorherzusehen, um Gottes Willen, das bilden wir uns nicht ein. Aber der Trend war eigentlich schon jetzt in den letzten Wochen, hatte sich wieder zum Besseren verschoben, was viele Leute auch nicht wissen, was vielleicht ganz interessant ist. SMA hat gegenüber dem Aktionär in einem Interview bestätigt, dass die eigenen Produkte kompatibel seien mit den Tesla-Speichern. Tesla ist ja momentan auf dem Weg, Speicher, diese Powerwall anzubieten, die letztendlich den Besitzern von Solaranlagen ermöglicht, den Strom zu speichern und dann auch selbst zu nutzen. Das war bisher ein großes Hindernis, weil zwar der Strom eingespeist werden konnte ins öffentliche Netz, aber so eine Selbstversorgung eigentlich quasi nicht stattgefunden hat. Um Ihnen ganz kurz hier nur mal so ein paar Zahlen zu nennen. Es gibt 1,5 Millionen Solaranlagen auf deutschen Dächern, aber nur 15.000 dieser Solaranlagenbesitzer haben gleichzeitig auch einen Speicher. Also hier ist ein riesiges Potenzial vorhanden. SMA könnte hier natürlich ebenfalls profitieren, hat auch bereits eine Kooperation mit Lichtblick eingegangen und sicherlich ein spannender Bereich für die zukünftige Entwicklung, noch hier ebenfalls weitere Umsätze aufzustoßen. Das Q1, wie gesagt, überraschend gut ausgefallen, denn Umsatz um etwa 30% auf 230 Millionen Euro gesteigert. Operativ, wie gesagt, ist das noch im Minus geblieben. Der Vorstand war allerdings noch zurückhaltend für das zweite Quartal. Also letztendlich muss man wohl davon ausgehen, dass das zweite Quartal etwas schwächer ausfällt. Damit das erste Halbjahr im Bereich um die 450 Millionen beim Umsatz rauskommen wird. Aber das soll die Sache nicht schmälern und es soll auch die Kooperation nicht schmälern. Die Frage ist natürlich für die Leute, die jetzt sehen, okay, SMA Solar plus 21%, soll ich noch rein? Nein. Also ich glaube, dass die Aktie ist weiterhin sehr risikoreich. Das Unternehmen wirtschaftet noch im Verlust und deshalb ist diese Aktie auch nur für wirklich risikobereite Investoren auch geeignet. Und wenn man sich anschaut, wo könnten wir denn hingehen? Werden wir vielleicht mal wieder hier diesen Bereich um 30. Das Jahreshoch ungefähr, ne? Ja, genau, das ist ja diese knapp über die 30 Euro. Dann ist natürlich gibt dieser Jahreschart nur einen kleinen Einblick auf das, was eigentlich möglich wäre. Denn wenn wir jetzt auf den Dreijahreschart blicken, dann sehen wir, wo SMA ebenfalls schon mal stand. Und würden wir noch weiter zurückgehen, dann würden wir noch ganz andere Kurse sehen. Also wir haben hier tatsächlich schon mal
Kursniveau um die 50 Euro gehabt. Also es ist Luft nach oben. Technisch sieht es natürlich jetzt sehr gut aus. Es ist sehr viel Druck in der Aktie. Es sind sehr viele Leute, die jetzt sagen, okay, auf den Zug will ich noch aufspringen. Ja. Ich würde es mir gut überlegen, weil natürlich nach so einem wirklich großen Schluck aus der Pulle muss man ein bisschen vorsichtig sein, mittelfristig, aber sieht die Sache ganz gut aus. Für die Anleger, die das Papier jetzt gekauft haben, aufgrund der Aktionärsempfehlung, würden wir empfehlen, den Stopp, den wir ja eigentlich vorgeschlagen hatten im Bereich 12,50, dass man den jetzt auf 15,50 etwa nachzieht, damit man wenigstens dann hier zumindest mal auf einen Stand rauskommt. Das Kursziel ist da schon erreicht worden? Oder haben Sie Nein, das Kursziel liegt bei 27 Euro, okay. Also von daher, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Wir wissen ja nicht, was der Tag noch bringt. Vielleicht gibt es ja noch mal richtig Druck am Nachmittag und die Aktie schwingt sich hier richtig nach oben. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das sollte auch erstmal gut sein. Und ich glaube, man verpasst nichts, wenn man hier ein bisschen ruhig bleibt und nicht sofort den Trigger zieht und die Kauforder einstellt. Keiner Straßenbahn und Aktien hinterherlaufen, kann man ja wieder raten. Dankeschön, Martin Weiß, für den Besuch hier Gerne. Im Studio, liebe Zuschauer. SMA Solar heute der absolute Highflyer im Tech-DAX.